Der Planet Heidelin. Von saftigem Grün bewachsen und vom Urkristall beseelt. Ihm verdanken alle Wesen die schier unendliche Fülle an Gaben der Natur. Im Westen des größten Kontinents liegt Eorzea, das von den Göttern geliebte Land. Der Kristall ließ es erblühen und große Zivilisationen hinterließen ihre Spuren, die in glückseligen Zeitaltern des Lichts erglänzten. Doch jedes Mal verging, was ewig Bestand zu haben schien. Im Jahr 1572, im sechsten, letzten Zeitalter des Lichts, kam es auf der Kartenoer Heide zu einer erbitterten Schlacht. Dort die Gallier, die den Kontinent einzunehmen suchten. Und hier die Streitkräfte der drei Stadtstaaten, vereint zur Eorzeischen Allianz. Doch der wahre Gegner war Dalamut, der Mut, der gallischer Kontrolle entglitten, zu Boden fuhr. Er war der Kerker eines Gottes, Bahamut, dessen Zorn sich nun auf alles entfesselte, was sich ihm bot. Die siebte Katastrophe war da. Fünf Jahre sind seither ins Land gezogen. Noch trägt das Land die Narben des Unglücks und die Trauer sitzt tief. Dennoch lebt die Hoffnung in dieser Welt, die das Unglück mit Gefahren und Rätseln belohnt. Eorzea ist auferstanden. Schreitet in das siebte Zeitalter des Lichts. Neu ist die Welt auch für diesen Abenteurer. Das Glück sei mit ihm. Und der Urkristall möge ihn leiten.